Das fuckt mega ab, dass mein PC halt die ganze Zeit, also mein Skyrim, nicht mein PC, die ganze Zeit einfriert. Also da muss Enderal, sorry, also da muss irgendwas kommen. So. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das jetzt zumindest mache. So, hier kann ich nämlich mit dem Bogen. So. So. Und jetzt kann ich nämlich wechseln. So. Oh Gottes Willen. Alter, das ist viel zu stark. Ja. So. Ja, die Dinger sind zu stark. Muss ich jetzt einfach mal gerade so eingestehen. Es geht, ich kann es nicht anders sagen. Die sind zu stark. Ja, schade eigentlich. Ich kann sie in meinem derzeitigen Status nicht besiegen. Ich versuche ihn ja irgendwie zu treffen, aber es klappt auch nicht, ne? Na gut, dann mache ich es halt mit Beschwören. Danke, dass er den angreift. Ja. Gut. Okay. Also Bögen sind schon nicht schlecht eigentlich. So. Cool, dass er wegläuft. So. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht bin ich schneller. Nein, bin ich natürlich nicht. So. So, ich kann mich regenerieren, du nicht. Ich kann aber noch einen Geisterwolf rufen, oder? So. Das klappt nicht so, wie ich will. Ja. Also dass die den nicht angreifen, ist halt mega abfuck eigentlich. So. Eieiei.
Gut. Ich bin halt echt kein guter Bogenschütze. Hat man eventuell gemerkt. Hi. Oh. Tja, schade. Meine Fresse. Wenigstens ging der, aber der ging auch nur alleine und nur, weil ich da so eine Plattform hatte. Also, puh. Ja, hier habe ich nicht so gut getroffen. Also diese Dinger hasse ich schon mal. Eines alten Volks. Ha. Na gut, stimmt zumindest. Ich muss was essen. Eine Brezel. Das geht. Oh, Thronsaal. Ich frage mich auch schon, wer da noch der Endgegner wird. Das wird auch sehr lustig bestimmt. Ich muss erstmal regenerieren. Es geht nicht anders. Ich werde sonst sterben. Wie heißt denn das Ding? Dann kann ich da mal folglich wieder raushauen. Alt Askaman. Okay. Also ich sehe das Ding da schon hier. Diese Rolle, glaube ich. Ich fühle mich noch nicht bereit, sie zu nehmen. Okay. Okay, das hätte ich. Ich habe ja gespeichert, das heißt, wenn hier noch irgendwas. Was bist du? Emma Dunkelhand. Eieieiei. Hä? Okay. Ich verstehe dich noch nicht ganz. Eieiei, du bist stark, du bist stark, du bist stark. Nicht schlecht. Aber nicht der beste Gegner. Ambrosia. Mensch. Mögen verursachen mehr Schaden. Ambrosia kann ich direkt trinken. Ist auf 25% gesunken. Lohnt sich halt immer. Hat sich gebessert, klar hat sich's gebessert. So, achso, das ist eine Falle. Eine Truhe. Alter. Panzer des Aschekriegers. Des Tribunals. Schlüssel von Alt-Askaman. Skarakanschur. Wegestreuen-Schlachtaxt. Erstmal diese Wegestreuen ist die. Alter. Das ist, Eieiei. Das vielgereisten Bögen verursachen 5% mehr Schaden. Das sind 7% mehr Schaden, nämlich das. Was ist das hier? Des Aschekriegers. 43er. Was habe ich zurzeit in Stahlharnisch? Nehme ich auf jeden Fall. Dann sind da noch Handschuhe.
Weniger Mana, weniger. Okay, nee, das lohnt sich nicht. Skarakantenschuhe. Waffen und Rüstung, die geschmiedet sind, werden wegen Prozent besser. Festigt eure Lebensenergie um 14 Punkte, erhöht Ausdauer und das ist, ja, auch nochmal vielfach besser. Damit sehe ich, nicht schlecht aus. Alter. Verwalter, das ist, durchaus, kann man sich da eher weniger beschweren. Ja. So. Ich habe gerade einfach meinen Schaden halt verdoppelt. Jetzt hoffe ich. Hoffe. Dass ich damit auch hier draußen gut ankomme. Alter, das sieht so episch aus, ne? Diese Rüstung. Diese Waffe und alles eigentlich. Ich habe ihn das Licht gebracht. Ich allein. Unbekannt. Es war eigentlich Gott. Gottes Willen, ich bin nicht gläubig und sage trotzdem Gottes Willen, lell. Hallo? Könnte bei dieser Ladebildschirm bitte vorbeigehen? Danke. Oh je, so viele Leute Zeit habe ich gar nicht zu lesen. So. Oh mein Gott, was? Alter. Damit mache ich keinen geringen Schaden. Ihr wurdet infiziert mit Schüttelfieber. Ist das jetzt gut oder schlecht? Alter. Ich muss wieder hier rein. In Alt-Azkaban. Ich bin fast tot. Ich muss einfach recken. Hier, recken. Ich habe irgendwelche Krankheiten. Ich glaube, ich habe jetzt so viele Krankheiten schon. Ich muss mal gleich echt einen Trank trinken für Gesundheit. Wie teuer sind die eigentlich damit? Ich kann die ja öfters kaufen. 80, ach, das ist für nix. Das sind die Ambrosia-Dinger ja schlimmer. So, ich muss mal meine Gesundheit voll machen wieder. Aber Alter, mit der Waffe, Holla die Waldfee, das ist nicht schlecht. Also das war, ich habe die zwei Löwen ja ohne Berührungsprobleme gemacht. Boah. Oder für die Gender-Nazis unter euch, die Löwen und den Löwen. Meine Mana-Regeneration ist auch eigentlich nicht vorhanden, glaube ich. Gut, das ist nicht schlimm, aber trotzdem. Ich bin jetzt halt so selten Mana, das ist, oder Magie-Dinger. Ich bin dann einfach Krieger, nicht Zauberer. Hier, zumindest. In Skyrim bin ich jetzt ja so gemischt. Also berechtigen. Kommt und traut euch. Ich bin der König der Welt. Naja, Übermut, ne? Oh, Lavendel. Hm.
Nachtschatten. Naja, aber so ruhig wie es hier ist, würde ich sagen, wir haben noch 5 Minuten, holen wir jetzt die Belohnung doch mal ab. Aber jetzt gehe ich auf den Marktplatz. Ich will Sachen verkaufen. Ich glaube, es ist zwar Nacht, aber wenn es nicht noch ist, kann ich Sachen verkaufen. Und da werde ich reich. Und ich bin stark. Und ich werde noch reicher. Diese Musik, ne? Es ist halt echt Tag. Ich wollte nochmal hier gerade das nachgucken. Das ist mir gerade durch den Gedanken geschossen. Warte, ein Feuerspucker, der das Bogenschießen verbannt. Mache ich nicht Bogenschießer Magier, bin ich eh nicht Magier, die Entropie und Elementarismus gleichzeitig. Meuchelmörder, Schleichen und Kämpfen. Das werde ich nämlich. So. Wollte ich gerade nochmal kurz vergewissern, dass ich da wirklich richtig das mache. Rhetorik. Zehn für einen Honigzopf. Das nehme ich. Salz. Achso. So. Ja, wünsche ich euch auch. Ja, natürlich. Oh, halt ein direkt um 15. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, nee, lohnt sich nicht sowas zu kaufen meistens. Hallo. Nein, danke. Ja, also quasi einer, der alles verkauft, oder wie verstehe ich das? Also er kann auf jeden Fall Tränke kaufen, das ist schon mal gut. Diese Mana-Fluss-Tränke kann ich eigentlich auch mal. So. Wer verkauft? Oh, Lehrlingsbücher auch wieder. Rhetorik. Dattelkuchen. Ai, ai, ai. Bananen. Datteln. Friedenskraut, Raubkauzen, Kauzen, Urne eines alten Volkes. Ich könnte mal gerade. Oh. Gesellenbuch, Rhetorik war das. Eieiei, ich brauche die normalen Lehrlingsbücher, Rhetorik. 7 Stück. Wie viele Lehrpunkte habe ich denn? Handwerkspunkte 3. 3. Okay, und ich brauche 2 Hand und Schleichen. Ja. So. Also der hat eigentlich gute Preise, ne? Ne, so viele lohnt sich gar nicht. Ich bin auf 16. Das heißt 8 Stück. Auf 24, 9. So. Ich habe nicht genug Handwerkspunkte, genau das weiß ich. Hallo. So, Alternabung, nein. Runenkriegshammer verkaufe ich. Das Schwert verkaufe ich. Die beiden Bögen verkaufe ich. Den verkaufe ich. Ja, die kann ich jetzt auch verkaufen.
Okay, da habe ich dann nicht mehr so viel. Hier, das kann ich Mondsteinerz und Quecksilbererz. So. Dann hat sie doch bestimmt auch hier Bücher für Zweikampf. Immer noch nicht. Für Schleichen hat sie welche. Das ist mir klar gewesen. Ich kaufe aber 5 Stück hiervon. Ja. So. Ach, ich hab, das ist das Falsche. So. Ich kaufe noch 4 Stück. So. Dann bin ich da auf 25. Schleichen ist teuer, ich weiß, aber es lohnt sich. So. Ja, ich weiß, das ist falsch. So. Hab ich schon mal auf 25, das ist gut. So, und jetzt kann ich wieder Sachen verkaufen, ne? Ja, jetzt hat sie nämlich wieder Geld. Aber was ist denn der Plural von Harnisch? Harnischi? Weiß nicht. So. So. Damit haben wir's. Huch. Hier können wir erstmal unsere Gesellenbücher reinlegen und die Lehrlingsbücher. Richtig. Dann mache ich meine Zutaten da rein. Meine Bücher. Jurisgedankenbuch kann ich nicht reinmachen, oder? Ja. Und hier habe ich auch nichts, das ich reinmachen kann. Wie viel Geld habe ich? 1130 mal wieder. So, und der, bei ihm kann ich noch gucken, ob ich andere Sachen verkaufen kann, aber auch nicht anscheinend. Wir haben noch hier so Quatsch, ne? Sowas hier und sowas. Bräsche, Urne, Raubkatzenfelle. Schaufel braucht kein Mensch, Schädel braucht kein Mensch. So, ja, ich weiß ein bisschen Überlänge, aber wir machen jetzt einen Cut. Bis dahin und tschüss.